GBZ soll ich jetzt? Großbetriebszentrum. VHS. Volkshochschule? Altersvolkshochschule. MBJS. MBJS. Ministerium. BMBF. Bundesmaterial. Nein, weiß ich jetzt. Kommt mir bekannt vor. ILB. Industrielandesbank. ESF. Ach du meine Güte. Ab und zu steht jeder mal auf dem Schlauch. Zum Beispiel, wenn Menschen nur noch in Abkürzungen reden. Dann ist das wie eine Geheimsprache, die nicht jeder versteht. Genauso geheimnisvoll ist für über 6 Millionen Menschen die Welt der Zahlen und Buchstaben. Also, was heißt BMBF? Bundesministerium für Bildung und Forschung. Mit der Alpha-Dekade wollen Bund, Länder und Partner im Zeitraum von 2016 bis 2026 die Lese- und Schreibfähigkeiten Erwachsener in Deutschland verbessern. Das Bundesministerium fördert die Alpha-Dekade mit rund 180 Millionen Euro für besondere Projekte. Wir, das Grundbildungszentrum der Volkshochschule Teltow-Fleming, wollen erwachsene Menschen dabei unterstützen, ihre Kenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen aufzufrischen und zu erweitern. Das MBJS ist das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Es bietet Förderung für Grundbildungszentren und Kurse. ILB ist die Investitionsbank des Landes Brandenburg. Sie reicht das Geld für unsere Projekte rüber, aus Landesmitteln und Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Getreu nach dem Motto, wer nicht fragt, bleibt dumm, denn alles kann man nicht wissen. Wir sind ja nicht Google. Der erste Meilenstein für uns war die offizielle Eröffnung des Lernstudios in Luckenwalde mit dem einprägsamen Datum 17.07.2017 um 17 Uhr. Die üblichen Verdächtigen waren natürlich dabei. Dezernatsleitung Herr Dornquast, die pädagogische Hauptverantwortliche für das Projekt Frau Oschewski und die Leiterin der Volkshochschule Frau Steg. Es tummelten sich allerlei Neugierige sowie Lernende aus den Kursen und Dozenten. Alle haben den Tag genutzt, um die neuen Räume und auch die neuen digitalen Angebote kennenzulernen. Herr Lukas sorgte bei der Eröffnung für die musikalische Untermalung. Er hat die Lernenden bis Ende August 2020 mit viel Engagement und persönlichem Einsatz begleitet. Auch Menschen, die unsere Sprache neu lernen, besuchen das Lernstudio regelmäßig und finden hier einen Ort, um die deutsche Sprache anzuwenden und für Prüfungen zu lernen. Ein weiterer Höhepunkt des Grundbildungszentrums war die Premiere des Lernbotschafterfilms »Einer, der auszog, das Lesen zu lernen«. Der Spot läuft bis heute im Kino in Luckenwalde. Ein mutiger Auftritt unseres Lernbotschafters. Manchmal braucht es nur eine mutige Tat, um weite Kreise zu ziehen. Dieses Beispiel hat Schule gemacht. Mehrere Lernbotschafterinnen und Lernbotschafter begleiten uns auf Veranstaltungen, berichten von ihren Erfahrungen und helfen anderen Lernenden im Lernstudio. Einige Materialien sind zusammen mit den Lernenden entstanden. Sie sind echte Hingucker in der Öffentlichkeitsarbeit. Dazu gehört unsere Riesenzeitung. In der beschreibt ein Lernender seine Erfahrungen. Auch die Bodenzeitung ist etwas, was die Leute nicht einfach überlaufen. Vielmehr bleiben sie stehen und kommen ins Gespräch, machen sich Gedanken über die Thematik und reflektieren über ein Leben mit und ohne Buchstaben. Nicht ausreichend lesen und schreiben zu können, ist ein Makel in unserer Gesellschaft, den man möglichst verbergen will. Wir wollen darüber aufklären, Verständnis schaffen und Hilfsangebote aufzeigen. Wir informierten über die Jahre bei Veranstaltungen und Festen. Manche wiederholten sich, andere waren einmalig. Immer haben wir die Gelegenheit genutzt, um den Menschen das Grundbildungszentrum vorzustellen und unsere Arbeit publik zu machen. So gewannen wir Multiplikatoren und Bündnispartner, die diese Aufgabe mit uns gemeinsam angehen. Unser Ziel war und ist es weiterhin, Menschen zu erreichen, die gering literalisiert sind, also Schwierigkeiten haben mit dem Lesen und Schreiben. Auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben sind wir da, Schritt für Schritt, bis hin zu selbst ein Buch lesen, im Internet einkaufen und im Beruf weiterkommen.